kriegt auch Bezahlung. Im Referendariat verdienst du doch so gut wie nichts. Mehr als bei dem Antiquar, bei dem ich bisher gearbeitet habe. Der hat nie bezahlt. Tag. Was machst du denn hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Alex. Willst du mich kontrollieren? Nee. Ich will dir alles Gute wünschen. Und meinen Schreibtisch, den würde ich da hinten vors Fenster stellen. Hast einen schönen Blick in den Park. Meinen Schreibtisch lasse ich genau da stehen, okay? Ist lieb, dass du dich stark für mich gemacht hast, aber... Das ist Ihr altes Büro. Sie sind Anwalt. Etwa Partner hier in der Kanzlei. Schon eine Ewigkeit her. Jetzt verkauft er Bücher. Ecki? Was für Bücher denn? Sowas wie das. Der Schreibtisch ist irgendwie kaputt. Arbeitshilfen im Alterseinkunftsgesetz. Wie spannend. So, jetzt rücken wir den Schreibtisch ans Fenster. Danke, Georg. Georg Wilsberg? Sie sind doch Alex' Repetitor. Naja, ich habe Ihre Hausarbeiten korrigiert. Na, Alex hat das Staatsexamen jedenfalls geschafft. Wir sind beide durchgerauscht. Vielleicht kann dein Georg mir ja auch helfen. Ja, klar. Alex, ich würde gerne mal mit dir reden. Alex, ich krieg zu Kreuz über alten Freunde. Ich habe auch sehr gerne deine Hausarbeiten geschrieben, aber jetzt ist Schluss. Mike ist meine Freundin. Eben. Schönen Abend noch. Oh, Georg, jetzt warte doch mal. Ich kenne Mike aus dem Studium. Sie hat echt gute Kontakte. Hörst du, oder sie könnte ich vielleicht einen Zugang zu finanziell potenten Mandanten bekommen, verstehst du? Sie ist einfach in besseren Kreisen. In besseren Kreisen? Gratuliere, Alex. Du klingst ja schon wie ein Anwalt. Na und? Wenn du glaubst, dass ich kosten- und sorgenfrei deine Karriere in Schwung bringe. Kostenfrei? Das ist ja wohl keine Honorarfrage hier. Ach, Alex. Du meinst also, ich habe noch nie was für dich getan. Ich meine einfach so. Sorgen- und kostenfrei, ja? Georg, hilf mir doch bitte mal. Vergiss, Ecki, vergiss den Schreibtisch. Mike ist wichtig. Bitte. Georg. Alex. Alles in Ordnung? Ist nichts passiert. Naja, aber dieses passierte Nichts hat ja eine gewaltige Schneise geschlagen. Was mache ich denn jetzt? Wie viel hast du denn getrunken? Zu viel. Du darfst doch keine Vorstrafen haben, sonst kriege ich mein Jura-Examen gar nicht mehr gebacken. Das stimmt. Tja. Guten Abend. Etwas neben der Spur heute Nacht, hä? Haben Sie was getrunken? Wer von Ihnen ist denn gefahren? Ich bin gefahren. Das Fahrrad? Nee, das Fahrrad lag hier auf der Straße. In der Dunkelheit habe ich es nicht gesehen. Ich wollte noch ausweichen, aber man, Sie sehen ja selbst. Glücklicherweise ist ja niemand was passiert. Haben Sie was getrunken? Ich trinke nie, wenn ich fahre. Das können die Damen hier sicher bestätigen, nehme ich an. Hm? Nun denn. Tschüss. Tschüss. Kann ich noch ins Louis einen trinken gehen, den Führerschein feiern? Nein. Ich will mich noch bei meinem Helden bedanken. Kann ich dir nicht verdenken, aber ich will jedes Detail. Okay. Tschüss. Tschüss.
So wohnt man also als Student. Nehmen Sie sich doch was zu trinken. Nee, danke, ich muss noch fahren. Fahrrad. Aber mein Retter wird auch mit mir anstoßen. Ich habe noch keine Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken. Ist auch nicht nötig. Ich sollte jetzt gehen. Einverstanden. Gute Nacht. Ich hab einen Job. Wieso kapiert das von euch keiner? Jackie, reg dich ab. Du hast ein Auto und Gleitzeit. Genau. Gleitzeit. Gleiten. Damit man eben nicht wie angestochen durch den Verkehr fahren muss. Gib Gas, okay? Warum? Was ist überhaupt los? Georg, es ist was Schlimmes passiert. Deine Freundin ist zur Polizei? Ja, Maike hat ihn angezeigt. Georg hat sie vergewaltigt. Georg? Das ist doch Blödsinn. Natürlich ist das Blödsinn, aber es ist scheißegal, das Ding läuft. Jetzt darf niemand Fehler machen. Wer bist du hier? Warum gehst du nicht ans Telefon? Pass auf, ich habe mit der Kanzlei gesprochen, die lassen mich das machen. Was? Georg, erzähl der Polizei nicht solche Sachen wie, dass ihr geflirtet habt oder so. Und schon gar nicht, dass du dachtest, dass ich was von dir wollte. Alex, jetzt hol mal Luft. Kann später alles gegen dich ausgelegt werden. Am besten hast du kein Wort mit ihr gesprochen, kannst dich kaum an sie erinnern. Und dass ich wollte, dass ihr zwei zusammenhockt, das vergiss am besten auch gleich wieder. Erzähl am besten gar nichts davon. Versprochen, ich werde nichts davon erzählen. So, jetzt für mich erledigt. Wer ist denn das? Michael Bach, Sexualdelikte. Kommissariat 4, Abschnitt Mitte. Oh, Alex Holtkamp. Ich bin seine Anwältin. Ehrlich gesagt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Tja, ich bin noch neu. Aber Sie sind auf seiner Seite, ja? Ich schlage vor, wir führen das Gespräch in meinem Büro fort. Ja. Aber... Alex, das war schon sehr gut, wirklich. Danke. Tschüss. Hallo, Georg. Wenn wir jetzt gehen, jetzt geh lieber hinten raus. Vorne gibt's Theater. Danke. Darf ich vorstellen, Herr Bach, Kripo Münze, Herr Thalkötter. Guten Tag. Auch Ihr Anwalt. Sie kennen die Abläufe bei uns, Herr Wilsberg. Sie sind mit der Kollegin Springer bekannt. Ja. Sind allerdings nicht in der Mordkommission. Bei mir haben Sie keinen Freundschaftsbonus. Sieht doch gar nicht so aus. Also, Ihr Flirt, den Sie vielleicht fälschlich als Angebot aufgefasst haben, Fingerabdrücke auf der Champagnerflasche, die Flasche, die beim ersten Kampf vor dem Haus zerschellt. Es gab keinen Kampf. Fingerabdrücke in der Wohnung des Opfers, die gibt es. Naja, ich war ja auch da. Gut. Georg, es ist besser, wenn du nichts mehr sagst. Nein, Alex, du solltest jetzt nichts mehr sagen. Haare haben wir in der Wohnung auch gefunden. Sollte mich täuschen, wenn die nicht von Ihnen sind. Dann die blauen Flecken auf den Handgelenken. Herr Wilsberg, Vergewaltiger sind schon für weitaus weniger Indizien für Jahre ins Gefängnis gewandert. Scheiße. Sie haben noch nicht einmal Spermaspuren, oder? Weil hier benutzen Kondome. Wir sind nicht zufällig in diesem Raum, oder? Sie haben es also bemerkt? Ja. Wieso, was denn? Ich schlag vor, Sie erzählen mir Ihre Variante. Sie ist doch mal positiv.
Du sitzt bei den Kollegen zum Verhör, nicht bei mir. Ich hab's immer noch nicht begriffen. Guck mal, das Opfer, diese Maike, die hat doch ganz offensichtlich kein Problem damit, vor einem Kollegen auszusagen. Ja, und? Es geht um Vergewaltigung, Alex. Und um Details der Tat. Bei der Kripo gibt es speziell geschulte Frauen. Frauen, die Frauen vernehmen, zur Tat befragen. Das ist naturgemäß einfacher. Es war ein Beamter. Ich meine, ein Mann bei ihrer Befragung. Maike verhält sich für diese Situation atypisch. Sie schildert einem Mann frei ihre Erlebnisse. Angebliche Erlebnisse, Frau Anwältin. Warum hatte ich das Mädchen eigentlich so auf dem Kieker, Georg? Was hat die gegen dich? Sie ist gekränkt, verletzt, was weiß ich. Sie will es mir heimzahlen. Sie wird sich wieder beruhigen. Ich werde mit ihr reden. Sonst noch was? Ja. Du wärst mir ein bisschen Mitgefühl, Anna. Ich fühle mit dir, Georg. Aber du wirst deinen Kopf schon aus der Schlinge ziehen. Wie immer im Alleingang. Vielleicht spielst du das nächste Mal in deiner Liga. Ich meine, altersmäßig. Suchst du jemanden auf Augenhöhe? Ich hab Nein gesagt, Anna. Vielleicht war das ja mein Fehler. Dass Anstand mal zu deinem Problem werden würde, wer hätte das gedacht? Und? Hat er gestanden? Gestanden? Nein, er hat hauptsächlich gesessen. Sie wissen genau, was ich meine. Wilsberg passt ins Profil. Na ja. Älterer Mann, junge Frau. Sie glauben doch wohl nicht, dass ein hübsches Mädchen wie Maike sich freiwillig auf so einen alten Knacker einlässt. Und dann noch Sex? Der alte Knacker ist nicht älter als ich, Overbeck. Jetzt rudern Sie mal ganz schnell zurück. Ich musste mit Georgs Fahrrad zur Arbeit. Das hat ewig gedauert. Danke. Ich hab zu danken. Das bedeutet Überstunden. Meine Hose ist in die Kette gekommen und... Ich hab's leider nicht mehr geschafft zu tanken. Ihr werdet euch immer ähnlicher, weißt du das? Und? Konntest du Georg nun helfen? Klar. Ich werde Maike jetzt richtig in die Zange nehmen. Kann ich nicht mitkommen als Zeuge oder so? Ecki, du hast einen Job. Wir müssen Georg helfen. Georg W. 50 aus Münster. Steht schon alles drin. Schwarz auf weiß. Verurteilt ist er also schon. Ich dachte, Georg ist erst 49. Er hat in 5 Tagen Geburtstag. Er hat Geburtstag? Wie wär's mit einer Party? Das ist auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt. Nein, das ist genau der richtige. Wir halten zu ihm. Wir feiern eine Überraschungsparty. Nein. Nein? Georg hasst Überraschungen. Also keine Party, keine Feier, keine Überraschung. Jeder mag Überraschung. Jeder außer Georg. Er wird sich freuen. Er wird dich umbringen und mich gleich danach, weil ich dich nicht aufgehalten habe. Komm schon. Er riecht sowieso den Braten. Georg kann man nicht überraschen. Ach, lass mich mal machen. Schreib mir einfach eine Liste. Wie? Mit Georgs Freunden, Familie, Verwandten. Wie du willst. Ach, die Zeitung, die musst du noch bezahlen. Ecki? Wo steckt denn der Kerl? Mädchen, ja? Naja, sie hat sich zurückgezogen und bleibt für ein paar Tage bei ihrem Vater, wie es aussieht. Das Haus ist ja der Wahnsinn. Ja, Maikes Vater macht sein Geld in der Computerbranche. In Steinreich. Du wartest hier, okay? Aber... Es ist Frauensache, Ecki. Schon gut, ich hab verstanden. Hey, dann gib mir die Liste! Ich hab dich gewarnt. Die ist aber kurz. Du kennst Georg.
Hat er nicht mehr Freunde? Du kennst Georg. Familie. Du kennst Georg, Eddie. Was ist mit Kunden? Okay, du kennst Georg nicht. Und wer ist Manni? Ein Freund aus Bielefeld. Bis gleich. Hallo. Komm rein. Ja, guten Tag. Ich würde gern verbunden. Ja, verbinden Sie mich bitte mit einem Herrn Manni Hösch. Ja, danke schön. Es ist für uns alle nicht einfach. Ja, ich weiß. Wie geht's dir? Ich kann an nichts anderes denken. Ich habe sowas noch nie erlebt. Dass du enttäuscht bist, das ist normal, finde ich. Enttäuscht? Naja, wir haben alle mal einen Korb gekriegt. Und wenn man es am wenigsten erwartet, dann ist es doppelt so schlimm. Was soll das werden? Willst du das Schwein da rechtfertigen? Ich kann verstehen, dass du verletzt bist und Georgs Ablehnung... Was Ablehnung? Der Mann hat mich vergewaltigt. Das hat er nicht. Ich kenne ihn schon ewig, er ist ein Freund. Dein feiner Freund hat's getan. Was denkst du dir eigentlich? Was soll das werden, hä? Hau ab. Verschwind. Raus aus dem Haus. Ich sag dir eins. Krieg dich ein. Du hast nicht nur Georg gegen dich. Uns alle. Und deine Lügen. Ich denk mir das also alles aus, ja? Dein Wisbeck hat es geplant. Es ging nicht nur um Sex, es ging um viel mehr. Was redest du da bloß? Ich fick dich, wie ich deine Mutter gefickt habe. Das hat er gesagt, kapiert? Es ging nicht um mich. Ich weiß nicht, was der Mann beweisen will. Ich kenne den nicht, aber er hat's getan. Ich weiß nicht, wem er was heimzahlen wollte. Es ging um mehr. Kapier das doch endlich! Georg kennt deine Mutter? Keine Ahnung von früher, was weiß ich. Meinst du, ich habe irgendwas gefragt? Ich war froh, dass ich das überlebt habe, verdammt nochmal. Und jetzt geh endlich! Du hast bei deinem Verhör davon gar nichts erwähnt. Ich will nicht, dass es breit getreten wird. Ich will nur, dass Wirsberg dran ist. Sag mir, was passiert ist. Ich möchte jetzt nicht darüber reden, Papa. Wilsberg. Georg Wilsberg. Ich will wissen, was er dir angetan hat. Was ist? Keine Ahnung. Aber zum Angstkriegen reicht's. Konntest du die Frau beruhigen? Nein. Was haben wir jetzt, Georg? Dass er ein Problem hat. Maikes Mutter war meine Mandantin, ich habe sie bei der Scheidung vertreten, fertig. Ende der Geschichte. Du kennst also wirklich Maikes Mutter? Es wird ja immer besser. Ist doch schon 20 Jahre her. Ich habe damals ganz schön was rausgeschlagen für Marlies. Marlies? Zum Beispiel das Sorgerecht für ihre Tochter. War damals noch ein Kind. Wieso? Die ist doch bei ihrem Vater aufgewachsen. Hast du damals mit Maikes Mutter, mit Marlies... Na, du weißt schon... Na, hast du oder hast du nicht? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freut mich, dass es euch gefällt. Ist aber noch nicht alles. Ist das von ihr? Hast du das mitgehen lassen? Quatsch! Eine Trophäe. Du musst den fragen, wer sie deponiert hat. Sollte wohl so aussehen. Da will uns jemand richtig was anhängen. Kränkte Eitelkeit wird es nicht sein. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Vielleicht sollten wir noch mal mit dieser Marlies reden. Nein, nicht wir. Ich. Wo hast du denn ihre Adresse? Ich bin deine Anwältin. Schon vergessen? Und ich bin dein Fuhrparkleiter. Thank you.
ich am Leben nicht gedacht, dass ich dich mal wieder sehe. Siehst gut aus. Hast du schon gehört, was los ist? Ist in Münster längst rum. Außerdem lese ich die Zeitung, bevor ich sie der Krähe da unter den Arsch schiebe. Und, wie fühlt sich das an, wenn man verarscht wird, hm? Ach, Marlies. Wie fühlt sich das an, wenn man alleine gelassen wird, ha? Ich hab dir nie was versprochen, das weißt du. Nie. Ach ja? Du warst mein Scheidungsgrund. Deinetwegen habe ich mich von Christian getrennt. Nur deinetwegen. Naja, immerhin hast du ja was davon gehabt. Dein Anwaltshonorar. Und? Ist das der Grund? Wofür? Hast du was mit der Sache zu tun? Du denkst, ich schicke meine schmucke Tochter vor, oder was? Wäre doch unmöglich. Ich warte 20 Jahre und dann macht sie sich an dich ran, um es dir heimzuzahlen und Mama applaudiert dazu. Muss ja nicht deine beste Idee gewesen sein. Georg, ich habe meine Tochter Jahre nicht gesehen. Maike hat früh die Seiten gewechselt. Geldgeil wie die ist, konnte ihrem reichen Papa nicht widerstehen. Der hat ihr was geboten. Du hattest auch Geld. Ich habe das Scheidungsurteil noch im Kopf. Ich hab's versucht, die Kleine bei mir zu behalten. Die hat mich ausgesogen wie eine Zecke. Verstehe. Ein Scheiß, verstehst du? Wir hätten das auch geschafft, Maike und ich. Aber mein Ex hat mit seinem Geld gewunken. Als ich pleite war, ist sie zu ihm. Tut mir leid. Ja? Du hast ja keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Mich hat das Miststück fertig gemacht und jetzt bist du dran, glaube ich. Ich habe mit deiner Tochter nichts zu tun. Weißt du eigentlich, dass Christian dich damals wirklich umbringen wollte? Ja. Ich wünschte, er hat es getan. Ich hoffe, dass er es jetzt tut. Die sollen dich einsperren in einem fensterlosen Loch, Georg. Verrotte darin. Hat mich auch sehr gefreut, dich zu sehen. Ich denke, du hast das studiert. Ich kann nicht jedes Gesetz im Kopf haben, Becky. Du musst doch wenigstens ungefähr wissen, wie schlimm es ist. Hier. 1980, da steht drin, wie viele Jahre auf Vergewaltigung steht. In dem alten Schinken. Gesetze kommen nicht jede Saison neu raus wie italienische Autos. Hier. Paragraph 177, 179 StGB. Vergewaltigung, sexueller Missbrauch. Und? Bis zu 10 Jahre Gefängnis. Ach du Scheiße. Wir sagen Georg besser nichts. Georg war Anwalt, der weiß Bescheid. Du hast gesagt, keiner kann alle Gesetze im Kopf haben. Und? Hast du nichts zu tun? Was hat denn diese Marlies gesagt? Ecki, musst du eigentlich nie arbeiten? Finanzamt Münster, Römisch 1? Überstundenkonto. Ich dachte, ich bleib lieber dran. An was? Am Leute verarschen? Ich will davon nichts hören. Keine Party, keine Feier, keine Überraschung. Ja super, dann wäre das wenigstens geklärt. Jeder mag Überraschung. Ecki, du willst aber nicht etwa weitermachen. Das ist gefährlich. Nee, was immer es ist, ich bin nicht dabei. Ich schon. Alex, Maikes Mutter weiß nicht. Ich muss unbedingt rausfinden, was sie vorhat. Georg, ich will davon nichts hören. Na, ist ja gut so. Und du? Und ich habe die Autoschlüssel. Ecki, das ist nicht ganz legal. Ich meine, du als Beamter... Wir warten, bis du verurteilt wirst. Ist offen. Na los jetzt.
Auskunft? Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, verbinden Sie mich doch bitte schnell mit Frau Maike Lehmann in Münster. Möchten Sie direkt verbunden werden? Ja, bitte schnell, es ist ein Notfall. Hier ist Maike Lehmann, Nachrichten nach dem Piep. Ja, hallo? Falsch verbunden. Aber vielleicht kommen Sie ja gerade in diesem Augenblick nach Hause, dann würde ich mich freuen. Nein, falsch verbunden. Warum? Ich will eine Antwort. Und zwar jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde mit den Unterlagen zur Polizei gehen. Ja? Oh, die Polizei. Ja, kommen Sie rauf. Ich habe einen Ortstermin hier. Ergänzende Vernehmung. Und Sie können dem Beamten ja gleich die Unterlagen hier lassen. Wie wäre das? Das werde ich tun. Er glaubt Ihnen sowieso kein Wort. Aufgelauert in meiner Wohnung. Sie wollten mir was antun. Damit kommen Sie nicht durch. Ich kann jede Sekunde um Hilfe schreien. Wem wird die Polizei glauben? Ihnen oder mir? Meine Sachen bleiben hier. Ich weiß. Du, ich muss Schluss machen. Er kommt. Mann, Georg. Die Frau ist eiskalt. Nur die Ruhe weg. Ja, und was heißt das jetzt? Dass wir meilenweit davon entfernt sind, rauszufinden, was sie vorhat. Savoy, so ein Italiener. Deshalb hast du die Nummer gespeichert. Ich liebe Italienisch. Gib her. Ja? Wegen der Reservierung? Nein, müssen wir absagen. Warum? Das Geburtstagskind ist verstorben. Keine Party, keine Feiern, keine Überraschungen. Ja, die Rechnung können Sie natürlich an den Talkötter schicken. Ja, die Nummer haben Sie ja. Ciao. Moment. Für wie viele Leute hatten wir reserviert? Danke. 21 Gäste. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Freunde habe. Jetzt sind es nur noch 20. Was willst du? Mit dir reden. Ich hab dir nichts zu sagen.
Wie wär's mit Zuhören? Georg ist wieder da. Ich weiß. Ich hätte ihn damals wohl doch besser umgebracht, nicht wahr? Dazu braucht's Mut, Christian. Bist du deswegen hier? Wegen ihm? Nein, wegen Maike. Was hat sie dir erzählt? Alles. Ich weiß nicht, was das Kind vorhat. Ich will dich warnen. Vor wem? Vor Wilsberg? Du hast es immer noch nicht kapiert, oder? Maike ist zu mir gekommen, als es ihr schlecht ging. Geht's dir immer noch darum? Nein. Leute, kaum zu glauben, wer soll denn alles sein? Du hast es nicht gewollt, du hast es nicht verdient. Ja, ja, ja. Keine Party, keine Feier, keine Überraschung, keine Gäste. Alex? Ja? Und? Hat's Georg geschluckt? Allerdings, es lief wie geschmiert. Er hat die Feier selbst abgesagt. Ja, aber... Ach, ich hab jetzt einfach freie Bahn für die Party und der passt nicht mehr auf ihn, Lux. Ecki, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Ja, ja, ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich hab auch so einen Kalender. Alex, du musst mir einfach nur mal vertrauen. Oh Mann. Menschen sind schnell beim Schlussverkauf und bei Vorverurteilungen. Hat mein kluger Mann gesagt. Wer? Ich. Ich werde aus Maike einfach nicht schlau. Ich meine, so gut kenne ich sie auch nicht, aber ich krieg so auch nicht mehr aus ihr raus. Und Ecki kommt ja auch nicht an solche Daten ran. Ach, Ecki kommt auch nicht an solche Daten ran. Aber ansonsten ist euer Steuerfritze doch für Straftaten dieser Art zuständig, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe Georg mit Maike zusammengebracht und darum... Die Frage ist doch, ob sie schon mal straffällig war. Betrug oder irgendetwas. Was wünscht sich Georg eigentlich zum Geburtstag? Ecki will ihm eine Videokamera besorgen. Er ist der Meinung, Privatdetektive brauchen sowas. Ich soll mich wahrscheinlich dran beteiligen. Ja. Aber er ist inzwischen eh schon aufgeflogen. Oh, keine Überraschungsparty? Wer weiß. Ecki sieht's mittlerweile ziemlich sportlich. Georg zwangsweise zu beglücken, ist ohnehin eine Schnapsidee. Aber das ist eine Erfahrung, die Ecki wohl selber machen muss. So. Kannst selber gucken. Lehmann, Maike. Laufende Verfahren, keine. Vorstrafen, keine. Danke. Warum muss ich das machen? Du sagst doch dauernd, du willst mir helfen. Was den Fall selbst angeht, die Sache. Die Vergewaltigung? Ja, da hast du es ja schriftlich. Und jetzt mach hin, ich geh Putzzeug kaufen. Da. Mein Auto. Mein Knie. Der wollte dich umbringen und mein Wagen gleich mit. Ach. Was macht ihr denn hier? Auto waschen? Oh. Oder ausbeulen? Hey, den kenne ich. Ach. Ja, das ist der Ex-Freund von Maike. Ist ein ganz mieser Typ. Er hat sie betrogen. Sagt wer? Ja, Maike. Hat der Typ auch einen Namen? Benjamin Kappenberg. Was ist denn überhaupt los? Ganz schönes Auto. Was
steht denn so auf eine Vergewaltigung? Vergewaltigung? Angebliche Vergewaltigung. Von mir aus. Sie verreisen? Nein, ich suche Arbeit. In Deutschland habe ich keine Chance mehr. Ich bin zurzeit viel im Ausland. Mehrere Jahre. Wie bitte? Sie haben mich gefragt, was auf Vergewaltigung steht. Mehrere Jahre Gefängnis. Dann hat Maike sie wohl an den Eiern. Die Beweise reichen aus. Ja. Sie sind den Ermittlungen nach also schuldig. So richtig überrascht sind Sie aber nicht. Ich bin ja immerhin der Vergewaltiger Ihrer Verflossenen. Maike hat sich von mir getrennt. Ich passte wohl nicht länger in Ihr Konzept. So kann man das auch nennen. Sie haben sie betrogen. Ja, klar. Und Sie haben sie vergewaltigt. Maike hat mit mir Schluss gemacht. Das reicht ihr aber nicht. Ich sollte aus ihrem ganzen Umfeld verschwinden. Umfeld? Ja, aus dem Freundeskreis, aber vielmehr aus meinem Job. Wieso? Ich habe im Management von Papas Firma gearbeitet. Ich hatte den Segen des Alten und ein super Gehalt. So etwas gebe ich doch nicht auf, nur weil Püppchen Maike andere Pläne hat. Aber Maike sah das anders. Ja, sie hat eine Frau auf mich angesetzt. Eine Party, etwas Alkohol, nackte Haut. Ein handfestes Angebot. Sie wissen, wie das ist. Klar. Maike hat Fotos davon gemacht. Wollen Sie die Bilder mal sehen? Nee, danke, ist nicht nötig. Wie ging's denn dann weiter? Maike ist zu Papa Lehmann gegangen, hat ihm die Bilder vorgelegt und gesagt, ich hätte sie betrogen. Sie hätte sich deshalb sofort von mir getrennt. Keine Hochzeit, keine Treue, kein Vertrauen. Aus und vorbei. Verstehe. 5 Minuten später hatte ich meine Entlassungspapiere und Maike ihren Willen. Wie ich Maikes Vater in Erinnerung habe, hat er sich dabei ganz schön ins Zeug gelegt. Oh ja. In meiner Branche bekomme ich in Deutschland keinen Job mehr. Ich verstehe ja, dass Sie in Maikes Visier geraten sind. Aber warum tut sie mir das an? Die Frage ist doch nicht, wem Maike schadet. Finden Sie? Ja, das ist ihr völlig egal. Die Frage ist vielmehr, was hat sie davon? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es muss was passieren. Der schnüffelt mir zu viel rum. Er wird langsam gefährlich. Aber was soll ich da schon machen? Du kennst Maike besser als ich. Ja, und bisher hat sie mich doch nie angelogen. Georg ist unschuldig. Aber weißt du, was in so einem Kerl vorgeht? Ich meine... Red noch mal mit Maike. Bitte. Hauptmann und Partner Holtkamp? Sind Sie Anwältin, Frau Holtkamp? Sozusagen, ja, aber ich bin erst... Sie vertreten Georg Wilsberg. Absolut, ja, ja, mit wem spreche ich? Christian Lehmann. Wo finde ich Wilsberg? Ich will ihn sprechen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo Herr Wilsberg steckt. Ich weiß es nicht. Geben Sie mir Ihre Nummer, ich rufe Sie zurück. Heiß. Tja, zu unserer Zeit hat es das nicht gegeben. Und das hat die junge Dame getragen? Ja. Und der Mann in dir? Nein. Respekt, Georg. Bravo. Tja. Soll ich das untersuchen lassen? Anna, du hast es in der Hand. Alex und Ecki hatten es in der Hand. Was willst du denn da noch untersuchen? Was willst du denn hier? Auch einfach jemand, der mir glaubt. Das nützt doch nichts, wenn ich dir glaube. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Du brauchst einen Anwalt. Ich glaub doch schon Alex. Du brauchst einen guten Anwalt, nicht Alex. Gleich, es ist ja wirklich herzerwärmend, wie sie sich für dich einsetzt. Mich hat sie belagert, mit Maike hat sie gesprochen. Alles, um dir zu helfen. Ist das schlechte Gewissen, weil sie mich bei Bach reingeritten hat? Naja, ein frisches Staatsexamen, damit ist man vielleicht Juristin, aber noch lange keine gute Anwältin. Ich kannte mal einen, der war erst mit 65 richtig gut. Hat sie ja noch ein bisschen Zeit.
Wir können stolz sein auf Alex. Ich meine, du kannst stolz sein auf Alex. Aha. Doch Vatergefühle, hm? Vatergefühle? Quatsch. Ich habe keine Vatergefühle. Ich habe überhaupt keine Gefühle. Hast du eine Idee, was der Kollege Bach von mir will? Frag deine Anwältin, die müsste das wissen. Danke, Anna. War echt eine große Hilfe. Ach, dieses kleine Nichts. Ich habe es nie gesehen. Wie bitte? Durchsuchen Sie die Wohnung von Michael Lehmann. Herr Wilsberg, Sie ist das Opfer. Sie hat das von langer Hand geplant. Sie finden da alles. Fotos, Pläne, Skizzen. Eine ganze Ideensammlung. Sie waren etwa noch mal in Ihrer Wohnung. Wissen Sie was? Ich bin ehrlich mit Ihnen. Michael Lehmann führt nicht zum ersten Mal jemand vor. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben kann oder glauben soll. Wir haben eine Zeugin. Ihr Kampf mit Michael Lehmann vor der Wohnung wurde beobachtet. Eine Zeugin? Eine Zeugin für irgendwas, was gar nicht passiert ist? Was sagen Sie? Das haben Sie auch gesagt. Die Staatsanwaltschaft hat den Haftbefehl beantragt. Mit mir nicht. Da werden Sie wohl kaum gefragt, Herr Wilsberg. Es tut mir leid, die Richterin unterschreibt gerade. Das ist er. Das ist der Mann. Würden Sie dann bitte den Inhalt Ihrer Taschen auf den Tisch entleeren? Und Sie mich dann bitte kreuzweise. Herr Wilsberg! Wilsberg, jetzt machen Sie doch keinen Unsinn! Aufmachen! Tür aufmachen! Wir haben Flüchtlinge. Ist er hier, Frau Springer? Lassen Sie mich raten. Was ist denn hier los? Ihr Freund Wilsberg hat sich der Festnahme entzogen. Also doch. Ich hab's Ihnen ja schon immer gesagt. Ha! Machen Sie den Schrank zu, Overbeck, Mund zu. Georg, was ist denn los? Danke, Anna. Das kann ich meine Karriere kosten. Niemand wird mir glauben, dass ich nichts damit zu tun habe. Alternativ kann Herr Wilsberg Sie niederstrecken. Nasenblut macht sich immer gut. Lassen Sie das doch, Overbeck. Also, Georg, rede. Nein, nein, besser rede nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ich werde nicht... Doch. Sie können nicht einfach... Doch. Rausgehen. Alle beide. Der Verdächtige hat sich der Festnahme durch Flucht entzogen. War ja auch klar, wenn man ihn kennt. Und wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Die Polizei wird das für ein Geständnis halten. Das ist das Dümmste, was er machen konnte. Das ist das Dümmste, was ich machen konnte. Wie meinst du das? Mensch, Ecki, erst reite ich ihn in die Scheiße vor diesem Bach. Und jetzt sagt auch noch Ulrike gegen ihn aus, nachdem ich mit ihr gesprochen habe. Alles, was ich mache, verschlimmert nur noch seine Lage. Du willst Georg helfen, Alex. Und du gibst dein Bestes. Was ist, wenn es nicht genug ist? Was ist, wenn Georg wegen mir ins Gefängnis muss? Er kommt da schon raus. Glaub mir, er ist unschuldig. Jetzt guck mich nicht so an. Ich weiß, wie du dich fühlst. Er ist auch mein Freund. Mein einziger. Wir werden ihn finden. Versprochen. Wilsberg! Wilsberg, warte, bleib stehen!
Guck mich an, ich will mit dir reden. Herr Lehmann. Polizei! Ist im Moment ein bisschen ungünstig. Sie bleiben, wo Sie sind. Wissen, was hier los ist, Georg. Ach, Anna. Geladen mit scharfer Munition. Vorgespannter Hahn. Das war verdammt knapp für unseren Herrn Wilsberg. Offensichtlich, hm? Wenn er länger in Gewahrsam gewesen wäre, dann ja, wäre das nicht passiert. Er hätte zu viele Konjunktive, Overbeck. Wem gehört denn nun die Waffe? Der Revolver ist seiner. Er hat ein eigenes Jagdrevier und ist Sportschütze. Mhm. Also, Georg. Ich glaub's nicht. Unten bleiben. Wir haben es gleich geschafft. Was hast du hier überhaupt gemacht? Sorgen habe ich mir gemacht. Ich habe dich gesucht. Kann ich jetzt hochkommen? Ja. Die wollten dich verhaften, hat Alex gesagt. Stimmt. Du in der Zelle und unsere Gegner laufen frei rum. Da kann ich mir an 5 Fingern abzählen, für wie viele Jahre die dich wegsperren. Eher an 10, Ecki. Danke. Und jetzt? Sag mal, dieses Zeug hier, habe ich das nicht schon längst ausrangiert? Ja, na was denn? Du hast deine Party selbst abgesagt, schon vergessen? Das liegt da nur noch so rum. Die Sache ist für mich gelaufen. Das Savoy ist seit 2 Monaten dicht. Du hast da nie reserviert. Vergiss es, Ecki. Wo fahren wir überhaupt hin? Zeugenbefragung. Maike hat ihnen gesagt, sie sollen lügen. Habe ich recht? Ich muss nicht mit ihnen reden. Sehe ich aber anders. Hat sie ihnen Geld gegeben? Hat sie sie erpresst? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie lügen. Maike lügt. Warum? Maike ist meine Freundin. Jemand ist gestorben wegen dieser Lügen. Er ist tot. Alex wollte doch, dass ich mit Maike rede. Und? Sie hat gesagt, sie waren in ihrer Wohnung. Die Polizei kann nichts machen. Ich wollte ihr helfen. Aber Maike hat der Polizei nichts davon erzählt. Wollen wir sie überprüfen? Sie wollte nur endlich Ruhe vor Ihnen. Maike hat sie benutzt. Begreifen Sie das nicht? Ich habe ihr geglaubt. Das können Sie der Polizei erzählen. Jetzt. Gehen wir? Nein. Dann sieht schlecht für Sie aus. Er wird es nämlich tun. Maike ist meine Freundin. Ich wollte nur helfen. Du musst dir mal eine Videokamera holen oder sowas. So schnell kann ja keiner mitschreiben. So sieht ein echter Zeuge aus. Gehen wir? Es ist ein schwerer Tag für Sie, Maike, und Sie haben ein Anrecht darauf, dass man Sie schont. Ich will es kurz machen. Eine Falschaussage ist eine Straftat. Die Anstiftung zur Falschaussage ist ebenfalls eine Straftat. Insbesondere dann, wenn ein laufendes Verfahren davon abhängig ist. Sie verstehen, was ich sage? Ich werte das als ja. Ja.
Vater ist tot. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ein Kollege hat dein Menschenleben ausgelöscht. Doch das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und jemand muss mit dem Vorwurf der Vergewaltigung leben. Kann man das auch nicht mehr rückgängig machen, Maike? Die Wahrheit, Maike. Ich habe mich so gedemütigt gefühlt. Ich habe da gestanden und ich... Sie wollten ihn bestrafen. Das hat mich so verletzt. Sie konnten diese Ablehnung nicht ertragen. Sie haben sich so geschämt, ne? Der Kollege wird das Protokoll aufnehmen. Wenn Sie das unterschrieben haben, können Sie gehen. Darfst mir die Hände küssen. Sie hat gelogen. Sie hat es zugegeben. Gleich noch was schriftlich. Tja, du hast dein Geständnis. Aber ich habe noch immer keine Erklärung. Eine Erklärung für was denn? Warum hat sie sich ausgerechnet mich ausgesucht für ihre Spielchen? Warum hat sie mich so lange beobachtet? Vielleicht, weil sie sich in dich verliebt hat? Quatsch! Der Gedanke, dass seine Tochter vergewaltigt wurde. Dann noch deine Geschichte mit seiner Frau. Das macht den armen Lehmann vollständig wahnsinnig, der greift zur Waffe. Ich kann es nachvollziehen. Anna! Hier. Das ist Lehmanns Auto. Hat also schon mal versucht, dich zu töten. Georg, du bist raus aus der Sache. Nur weil sie jetzt ihre Lügen zugibt? Es ist vorbei! Nein, es ist noch nicht vorbei. Sie will, dass es vorbei ist. Du glaubst also auch nicht, dass die Sache schon erledigt ist? Nein. Aber der Verdacht der Vergewaltigung ist vom Tisch. Georg hat wieder eine reine Weste. Warum? Warum was? Warum hat sie das gemacht? Maike, ich finde, was die Springer sagt, klingt ganz plausibel. Nein, Georg hat recht. Maike hat ihn vorher noch nie gesehen. Und ich habe ja auch nicht viel von ihm erzählt, außer dass er mir beim Studium geholfen hat. Ja, und? Trotzdem wusste sie über ihn Bescheid, schon lange. Meinst du wegen der Notizen, die sie über Georg hatte? Also wir wissen, Maike hat Georg beobachtet, bevor sie ihn bei mir kennengelernt hat. Der Unfall war eine Gelegenheit. Oder vielleicht sogar Absicht. Um sich an ihn ranzuschmeißen. Sie wollte doch auch Nachhilfe von ihm, oder? Ja. Auf jeden Fall hatte sie ein Ziel mit der Bekanntschaft von Georg. Dann ist was schiefgegangen hier. Ihr Vater wird erschossen. Was hatte sie bloß wirklich mit Georg vor? Ja, Alki, das ist die Frage. Marlies? 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 Sieh an. Das muss ja wahre Liebe sein. Hallo, Marlies. Wo der jetzt unter der Erde ist, habe ich da was von? Wie meinst du das? Wenn ich das sage, erbe ich was. Kriege ich meinen Teil. Du wolltest schon bei der Scheidung ausbezahlen, Marlies. Aber ich habe wohl einen scheiß Anwalt gehabt, oder? Was willst du hier?
Ich wollte dich was fragen. Traust du deinem Ex-Mann einen Mordversuch zu? Du hast doch letztens gesagt, dass er mich umbringen will. Ich hab mir das gewünscht. Aber Christian hat nie Eier in der Hose gehabt. Damals vielleicht nicht. Nie, der ändert sich nicht. Also, traust du ihm zu, dass er mit einer Waffe in der Hand auf mich losgeht? Das ist lächerlich. Lächerlich? Der ist jetzt tot. Ich hab ihn gewarnt. Dass er Maike nicht glauben soll. Habe ich ihm gesagt. Vielleicht wollte er darum mit mir reden. Habe ihn gewarnt. Die Kleine kriegt jetzt trotzdem alles, oder? Kann man da nichts drehen? Georg. Georg! Georg! Zwei Tage Klinik. Jetzt würde das reichen, alles zu vergessen. Vielleicht ist Vergessen ja auch nicht die richtige Art, damit umzugehen. Ja. So reden die Ärzte ja auch. 3 Wochen Kur und dann erst mal Schreibtischdienst. Soll helfen. Hier. Das hilft auch. Mir jedenfalls gelegentlich. Danke. Ich hatte also recht mit meiner ersten Einschätzung. Sie haben nichts getan. Ja. Aber ein Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf. Was denn? Wozu das alles? Aufgebrachte Menschen reagieren nicht logisch, Herr Wilsberg. Da war Christian Lehmann bei Scott keine Ausnahme. Ich meine gar nicht Christian Lehmann. Ich rede von Maike. Was hat sie davon? Sie suchen nach einer Erklärung und nach einem Schuldigen, wo es keinen gibt? Sehe ich anders, Herr Bach. Schreckliche Dinge passieren einfach. Wenn ich in meinem Beruf was gelernt habe, dann das. Dieser Zufall war mein Pech und Ihr Glück. So ist das. Vielleicht. Sie sollten lernen, damit umzugehen. Ich muss es auch. Ja. Jeder glaubt die Geschichte. Vater will sich rächen, ich habe ihn provoziert. Sie haben ihn in Notwehr erschossen. Ziemlich gut eingespielt. Eingespielt? Ja. Ich meine, ist alles passiert. Aber es basiert auf einer einzigen gezielten Lüge. Reichen Sie mir die Unterlagen bis zur Fristsetzung nach, ja? Okay, mach ich. Was ist denn los? Gibt's was zu feiern? Hast du endlich einen Steuersünder gehängt? Ach was, ich hab mal ein bisschen nachgeforscht. Für wen? Für dich. Sieh dir das an. Was ist denn das? Ein Motiv. Christian Lehmann. Maikes Vater wollte sein gesamtes Vermögen in eine Stiftung einbringen. 11 Millionen. Nicht schlecht. Ja, alles. Alle Anlagen, Immobilien, Aktien. Die steuerbehördlichen Prüfungen und Genehmigungen sind wohl alle durch. Und was heißt das jetzt? Maike Lehmann war zwar als Vorsitzende der Stiftung vorgesehen, Michi, aber... Jetzt komm auf den Punkt. Kein Erbe für die Dame. Christian Lehmann hat also Angst um sein Vermögen. Wohl eher, dass die Tochter später alles verjubelt. Das wollte er regeln. Sie hätte von der Stiftung in homöopathischen Dosen gerade mal ein Taschengeld bekommen. Das ist also das Motiv. Damit kriegen wir sie. Sie wollte, dass er stirbt. Christian Lehmann stand kurz vorm Abschluss. Was macht Sinn? Sie sieht ihre Fälle davon schwimmen und muss ihren Vater bremsen, um ihr Erbe zu sichern. Ja. Und die Geschichte mit der angeblichen Vergewaltigung hat sie ihm nur erzählt, um ihn zu provozieren. Warum nicht? Du bist das rote Tuch, nur du. Pass auf, er will dich umbringen und es erwischt ihn leider selbst. Aber nur, weil zufällig ein Polizist um die Ecke kommt und ihn erschießt? Ziemlich dünn, oder? Auch dünn, ja.
komm ja schon. Sag mal. Herr Wilsbeck, Sie? Ich dachte, Sie wären der Chinamann. Kann ich Sie kurz sprechen? Das ist jetzt im Moment ein bisschen ungünstig. Christian Lehmann ist tot. Er ist erschossen worden vor meinen Augen. Herr Wilsbeck, ich hab jetzt... Es geht doch ganz schnell. Brauch ja nur das Foto. Ich will Sie auch wirklich nicht lange stören. Was für ein Foto? Ben? Alles in Ordnung? Ja, bin sofort bei dir. Guten Abend. Hallo. Entschuldigen Sie bitte, wir sind gerade erst gelandet. Ach, verstehe, Vielfliegerbonus. Da müssen Sie sich nicht entschuldigen. Wer hatte den alten Lehmann umgebracht? Polizist, es war Nothilfe. Aber ich will Ihnen nicht den Abend verderben, wir sprachen gerade über das Foto. Das Foto mit Ihnen und der Frau, mit der Sie Ihre Verlobte betrogen haben. Angeblich. Ex-Verlobte. Naja, wie auch immer. Du hast Fotos von sowas? Nein. Nein. Herr Wilsbeck und ich sind nur zufällig auf dieselbe Frau reingefallen. Aha, und ihr tauscht Bilder aus? Sie warten hier. Wir essen gleich erstmal schön, ja? Die Fotos sind hier drin. Suchen Sie sich das Passende raus, okay? Schönen Abend noch. Herr Wilsberg, guten Abend und herzlichen Dank. Herr Kappenberg, Ihre Bestellung. Keiner zu Hause? Tut mir leid. Was haben wir denn da? 141 Süß-Sauer, die 112 mit Meeresfrucht. Geht das wieder auf Rechnung? Klar. Danke. Und? Was siehst du? Tiefschwarzen Wagen in tiefschwarzer Nacht. Das ist die Limousine von Lehmann. Ich habe mir den Wagen angeschaut. Er war's nicht. Er fährt nie selbst. Er hat einen Chauffeur. Und der würde dich natürlich auch nicht überfahren. Weder Lehmann noch sein Angestellter saß am Steuer. Das kann ich beweisen. Ich habe in den Wagen reingeschaut. Der Fahrersitz war so weit nach vorne eingestellt, dass keiner von den beiden mehr vors Lenkrad gepasst hätte. Komm, Mengi, das ist doch kein Beweis. Das will er mich überfahren, dann macht er mit dir einen Termin, um mit mir zu reden. Und zum Schluss will er mich doch erschießen. Glaubt ihr das etwa? Nee. Ecke hat recht. Ja? Womit? Mit deiner hauchdünnen Geschichte. Ecke liest einfach zu viele schlechte Krimis. Ja, dass der Polizist beim Treffen mit Lehmann und dir zufällig dort war, das konnte Maike ja auch nicht vorher planen. Stimmt. Auch nicht, dass Bach eingreift und den Vater von Maike erschießt. Genau. Nicht mal, dass Lehmann eine Waffe dabei hat. Na eben, versteht ihr das jetzt? Maike konnte das alles gar nicht planen. Der Einzige, der das steuern konnte, war Michael Bach. Wie, du meinst, der Beamte Bach ist auf ihrer Seite? Er gehört zu Maike Lehmann? Das ist doch Blödsinn. Nein, das ist perfekt. Verkaufen Sie die Kamera? Verschenken tue ich jedenfalls nichts. Ist ja günstig. Ist auch eine Tasche dabei.
Haben Sie auch Geschenkpapier? Ja. Was willst du hier? Ich möchte mit dir reden. Es tut mir so leid. Ich wünschte, ich kann es wieder gut machen. Irgendwie. Ich wüsste nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Es ist alles so schwer, weißt du? Den Tod meines Vaters, meine ich. Es ist so eine Belastung. Was willst du, Maike? Ich muss so viele Dinge erledigen. Die Umschreibung der Immobilien, Finanzplanung, Wertgutachten, die ganzen Verträge. Ich bräuchte deine Hilfe als Anwältin, Alex. Ich bin im Referendariat. Ist doch nicht so wichtig. Stimmt. Aber eins ist wichtig, Maike. Georg ist dein Freund. Das weißt du doch noch aus deinem Studium. Interessenskonflikt. Das heißt nein. Aber danke fürs Angebot. Während der Arbeitszeit? Was sagt denn dein Chef dazu? Nicht zum Vergnügen, Georg. Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten. Ach so, du willst es alles alleine biegen. Okay. Was hast du denn rausgefunden? Auf einmal. Ach, Alex. Na schön. Michael Bach, Privatinsolvenz durch Scheidung. Der Mann ist total pleite. Der Typ hat Geld ohne Ende. Hat gerade eine Uhr ausgelöst. Über 1000 Euro. Bar bezahlt. Ja, was denn jetzt? Jetzt rate mal, mit wem sich Michael Bach getroffen hat. Also, sie kennen sich, und zwar ziemlich gut. Dass Maike Lehmann und Michael Bach miteinander reden, ist ein Glück für den Kollegen Bach. Ach, Anna. Töten im Dienst ist eine enorme psychische Belastung. Er muss reden, und ihr wird's genauso gehen. Erst bringt er ihren verhassten Vater um, und dann sitzt er bei der Millionenerbin bei Kaffee und Kuchen. Erben ist nicht strafbar, mein lieber Leon. Außerdem hat Kollege Bach dich gesucht und nicht Christian Lehmann. Und er hat ihm das Leben gerettet. Aber ich habe keine Waffe bei Lehmann gesehen. Und wenn er keine hatte, dann war es Mord. Wilsberg, wir haben den Revolver sichergestellt. Vielleicht hat Ihr Kollege den ja mitgebracht. Wo sollte er die eingetragene Waffe denn her haben? Naja, von ihr. Ist das alles, was du hast? Das hier und ein Pfandleihhaus. Georg. Was wollen Sie? Ich wollte mich entschuldigen für meinen Auftritt letztens. Naja, Sie hatten ja einen Grund dazu. Ich habe jeden Kontakt zu Maike abgebrochen. Ich wurde noch nie so benutzt. Ich verstehe das bis heute nicht. Sie hat mit uns gespielt. Ja, das ist Vergangenheit. Der Mord? Ja, die Polizei ermittelt nicht. Mord? Ja,
Mikes Motiv war ganz klar, das Erbe. Und für dieses Spiel mussten sie herhalten. Und ich auch. Warum sind Sie wirklich hier? Es ist noch nicht ganz vorbei. Ich will Mike aus der Deckung locken. Dazu brauche ich Ihre Hilfe. Na, Ihnen werden sie glauben. Wer? Ja, wann morgen? Wer war das? Ulrike. Sie hat gesagt, sie weiß Bescheid. Sie hat gesagt, sie will Geld. Sie hat gesagt, sonst geht sie zur Polizei. Sie hat gesagt, sie will 100.000 Euro. Was soll denn das jetzt? Sie wollen Witz, oder? Keine Ahnung, was Ulrike hat. Ich meine, 100.000 Euro, so wenig Geld soll wohl heißen, dass es sich nicht lohnt, über Alternativen nachzudenken. Das bedeutet, dass es gar nicht ums Geld geht. Wilsberg. Was soll das? Wir lassen uns doch unsere Zukunft nicht kaputt machen, oder? Darf ich mal Ihr Handy? Ich müsste mal telefonieren. Danke. Ecki, hol Alex ab. Und jetzt hören wir mal genau zu. Nehmt die Videokamera und dann... Ist die Sophie da? Ja, klar. Von seinem Geschenk. Ich hab's dir gesagt, ich hab dich gewarnt. Keine Feier, keine Party, keine Überraschung. Nie wieder denke ich an seinen Geburtstag. Was denn jetzt? Und den Tank fährt er mir auch nie wieder leer, das schwöre ich dir. Und die haben von Anfang an zusammengearbeitet. Maike und der Polizist. Ja. Schon als Bach mich zum Verhör abholt, hat er Beweise bei mir deponiert. Was für Beweise? Irgend so ein Oberteil. Ein Vergewaltiger, der Souvenirs sammelt. Maike wollte nichts dem Zufall überlassen. Ab hier müssen Sie allein weiterfahren, damit mich niemand sieht. Gut. Es wird schon gut gehen. 100.000 sind für Maike ein Witz, sie wird bezahlen. Und das ist mehr wert als ein Geständnis. Meine Freunde banden das alles auf Video. Und das ist alles? Ja. Sie gehen da rein, nehmen das Geld und verschwinden wieder. Danach kann selbst Maike sie nicht mehr rausreden. Meinen Sie, dass das mein Strafmaß mindert? Ich glaube, Sie haben da gar nicht so viel zu befürchten. Aber die beiden wandern für Ewigkeiten in den Knast. Ach, Ulrike. Danke.
Sie haben gar keine Zeit. Jetzt haben Sie alle Zeit der Welt. Sie sind zu schnell gefahren. Ich kenne mich aus mit Verkehrsrecht. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung müssen Sie belegen. Schätzen reicht er nicht. Ich schätze mal, da haben Sie recht. Wie wäre es denn mit einer allgemeinen Verkehrskontrolle? Ist das noch verhandelbar? Ich wäre für ein Bußgeld. Eine satte Geldstrafe. Was meinen Sie? Öffnen Sie mal den Kofferraum und zeigen mir Verbandskassen und Warndreieck. Das ist doch reine Schikane hier. Ah, mein Kollege hat uns schon gesagt, dass wir mit Widerstand rechnen sollen. Ihr Kollege? Kollege? Michi! Michi Bach! Der will uns wieder einen Streich spielen. Schatz, Mensch, hol doch mal die Videokamera, das müssen wir eben noch aufzeichnen. Das ist doch... Scheiße, geh mal, ich bin Anwältin! Mir aus, ich betrachte dich einfach als entführt. Was? Die kriegen uns! Wenn sie dranbleiben, umso besser. Bist du jetzt total irre, oder was? Bach hat uns die Bullen geschickt, er weiß also Bescheid. Und er hat schon mal geschossen. Georg. Glauben Sie ja nicht, ich würde nicht schießen. Keine Sorge, das glaube ich Ihnen sofort. Ich hab ihn! Na endlich. Was hat das so lange gedauert? Sie gehören also immer noch zu denen. Ist schade. Schlechte Nachrichten, was? Ja. Und jetzt? Wir müssen ihn töten, was sonst? Nicht hier. Seine Freunde werden hier nach ihm suchen. Dann legen wir ihn in deinen Kofferraum. Von mir aus. Wann haben die Sie denn überredet? Das beleidigt mich. Das war meine Idee. Ein Polizist als Schütze ist auch ungemein glaubwürdig, finden Sie nicht? Jeder weiß, ich habe Ihnen das Leben gerettet. Mal hatte eine Waffe. Necky und Alex. Wir wurden aufgehalten. Läuft alles nach Plan. Was Sie jetzt bitten dürfte? Stimmt, Herr Bach. Es läuft alles nach Plan. Nur nicht für Sie. Greifen Sie mal in meine Tasche, ich will Ihnen was zeigen. Ein Beweisfoto, eine andere Sache. Ja? Der Beleg dafür, dass die beiden schon öfter zusammengearbeitet haben. Er versucht nur Zeit zu schinden. Die beiden sind ein eingespieltes Team, Herr Bach. Glauben Sie, Sie hätten als Dritter im Bund eine Chance? Glauben kein Wort, er lügt. Haben Sie ihm auch ewige Liebe versprochen? Tun Sie anscheinend öfter. Er hat es gewusst. Was? Was hat er gewusst? Dass dieses Treffen eine Falle ist. Dass ich dazugehöre, einfach alles. Ist doch egal. Er ist doch allein. Nein, das stimmt nicht, Herr Bach. Ich bin nicht allein. Töten wir ihn hier und jetzt? Anna?
Nun mach aber schon, Herrgott! Polizei! Lassen Sie die Waffe fallen! Sie sind uns schnell! Polizei, Waffe weg! Michael hat geschossen! Sie haben nichts getan! Lassen Sie die Waffe fallen! Wach! Gratuliere. Danke. Zum Geburtstag. Nur zum Geburtstag, Georg. Über deinen Alleingang reden wir noch. Das nächste Mal möchte ich vorher informiert werden. Um mir zu helfen? Sonst noch was. Station. Schön langsam zu mir kommen. Ist alles in Ordnung? Der gehört zu mir. Alles in Ordnung? Ich hab mir fast ins Hemd gemacht und die wussten alles? Die wussten alle Bescheid? Ja. Und du wusstest auch Bescheid? Ja. Ich hab doch gesagt, ich mag keine Überraschungen. Georg, der Lack ist gerade trocken und mein Wagen ist schon wieder hin. Ist doch in Ordnung, Ecki. Komm, ich lade dich auch zum Essen ein. Du mich? Dass ich nicht lache. Nein, danke. Ecki. Das ist doch mein Geburtstag. Lass dir doch das Lokal aussuchen. Ich such das Lokal aus. Na, warte, mein Freund. Sie jetzt lacht, lacht am besten. Also. Bravo. Ach, Overbeck. Overbeck, Sie übernehmen das Ganze hier, ja? Soll ich allein weitermachen? Ach, Sie schaffen das schon. Ich muss zu einer Party. Psst. Einfach kurz ruhig. Okay. Sie fahren jetzt los. Also, jeder auf seinen Platz. Herr Wilsberg. In der Nacht bei mir, Sie und ich. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Wissen Sie was? Ich mag keine Geheimnisse. So viel sollten Sie über mich rausgefunden haben. Apropos Geheimnis. Ich muss jetzt zu meiner Party. Überraschungsparty. 21 Leute. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Was haltet ihr vom Salvatore? Hat neu aufgemacht. Oh ja, italienisch. Komm, lass uns da hingehen. Prima, überredet. Nur wir drei.
Im Referendariat verdienst du doch so gut wie nichts. Mehr als bei dem Antiquar, bei dem ich bisher gearbeitet habe. Der hat nie bezahlt. Tag. Was machst du denn hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Alex. Willst du mich kontrollieren? Nee. Ich will dir alles Gute wünschen. Und meinen Schreibtisch, den will ich da hinten vors Fenster stellen. Hast einen schönen Blick in den Park. Meinen Schreibtisch lasse ich genau da stehen, okay? Ist lieb, dass du dich stark für mich gemacht hast, aber... Das ist ihr altes Büro. Sie sind Anwalt. Etwa Partner hier in der Kanzlei. Ist schon eine Ewigkeit her. Jetzt verkauft er Bücher. Ecki? Was für Bücher denn? Sowas wie das. Der Schreibtisch ist irgendwie kaputt. Arbeitshilfen im Alterseinkunftsgesetz. Wie spannend. So, jetzt rücken wir den Schreibtisch ans Fenster. Danke, Georg. Georg Wilsberg? Sie sind doch Alex Repetitor. Naja, ich habe Ihre Hausarbeiten korrigiert. Na, Alex hat das Staatsexamen jedenfalls geschafft. Wir sind beide durchgerauscht. Vielleicht kann dein Georg mir ja auch helfen. Ja, klar. Alex, ich würde gerne mal mit dir reden. Alex, ich krieg zu Kreuz über alten Freunde. Ich habe auch sehr gerne deine Hausarbeiten geschrieben, aber jetzt ist Schluss. Und Mike ist meine Freundin. Eben. Schönen Abend noch. Oh, Georg, jetzt warte doch mal, jetzt warte doch mal. Ich kenne Mike aus dem Studium. Sie hat echt gute Kontakte. Hört so, durch sie könnte ich vielleicht einen Zugang zu finanziell potenten Mandanten bekommen, verstehst du? Das ist einfach in besseren Kreisen. In besseren Kreisen? Gratuliere, Alex. Du klingst ja schon wie ein Anwalt. Na und? Wenn du glaubst, dass ich kosten- und sorgenfrei deine Karriere in Schwung bringe. Kostenfrei? Das ist ja wohl keine Honorarfrage hier. Ach, Alex. Du meinst also, ich habe noch nie was für dich getan. Ich meine einfach so. Sorgen- und kostenfrei, ja? Georg, hilf mir doch bitte mal. Vergiss, Ecki, vergiss den Schreibtisch. Mike ist wichtig. Bitte. Georg. Alex. Alles in Ordnung? Ist nicht passiert. Naja, aber dieses passierte Nichts hat ja eine gewaltige Schneise geschlagen. Was mache ich denn jetzt? Wie viel hast du denn getrunken? Zu viel. Ich darf doch keine Vorstrafen haben, sonst kriege ich mein Jura-Examen gar nicht mehr gebacken. Das stimmt. Tja. Guten Abend. Etwas neben der Spur heute Nacht, hä? Haben Sie was getrunken? Wer von Ihnen ist denn gefahren? Ich bin gefahren. Das Fahrrad? Nee, das Fahrrad lag hier auf der Straße. In der Dunkelheit habe ich es nicht gesehen. Ich wollte noch ausweichen, aber man, Sie sehen ja selbst. Glücklicherweise ist ja niemand was passiert. Haben Sie was getrunken? Ich trinke nie, wenn ich fahre. Das können die Damen hier sicher bestätigen, nehme ich an. Hm? Nun denn. Tschüss. Tschüss. Wir können doch ins Louis einen trinken gehen, den Führerschein feiern. Nein. Ich will mich noch bei meinem Helden bedanken. Kann ich dir nicht verdenken, aber ich will jedes Detail. Okay. Tschüss. Tschüss.
So wohnt man also als Student. Nehmen Sie sich doch was zu trinken. Nee, danke, ich muss noch fahren. Fahrrad. Aber mein Retter wird auch mit mir anstoßen. Ich habe noch keine Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken. Ist auch nicht nötig. Ich soll jetzt gehen. Einverstanden. Gute Nacht. Ich hab einen Job. Wieso kapiert das von euch keiner? Jackie, reg dich ab. Du hast ein Auto und Gleitzeit. Genau. Gleitzeit. Gleiten. Damit man eben nicht wie angestochen durch den Verkehr fahren muss. Gib Gas, okay? Warum? Was ist überhaupt los? Georg, es ist was Schlimmes passiert. Deine Freundin ist zur Polizei? Ja, Maike hat ihn angezeigt. Georg hat sie vergewaltigt. Georg? Das ist doch Blödsinn. Natürlich ist das Blödsinn, aber es ist scheißegal, das Ding läuft. Jetzt darf niemand Fehler machen. Da bist du ja, warum gehst du nicht ans Telefon? Pass auf, ich habe mit der Kanzlei gesprochen, die lassen mich das machen. Was? Georg, erzähl der Polizei nicht solche Sachen wie, dass ihr geflirtet habt oder so. Und schon gar nicht, dass du dachtest, dass ich was von dir wollte. Alex, jetzt hol mal Luft. Das kann später alles gegen dich ausgelegt werden. Am besten hast du kein Wort mit ihr gesprochen. Kannst dich kaum an sie erinnern. Und dass ich wollte, dass ihr zwei zusammenhockt, das vergiss am besten auch gleich wieder. Erzähl am besten gar nichts davon. Versprochen. Ich werde nichts davon erzählen. So, jetzt für mich erledigt. Wer ist denn das? Michael Bach, Sexualdelikte. Kommissariat 4, Abschnitt Mitte. Oh, Alex Holtkamp. Ich bin seine Anwältin. Ehrlich gesagt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Tja, ich bin noch neu. Aber Sie sind auf seiner Seite, ja? Ich schlage vor, wir führen das Gespräch in meinem Büro fort. Ja. Aber... Alex, das war schon sehr gut, wirklich. Danke. Tschüss. Hallo, Georg. Wenn du jetzt gehen willst, geh lieber hinten raus. Vorne gibt's Theater. Danke. Darf ich vorstellen, Herr Bach, Kripo Münze, Talkötter. Guten Tag. Auch Ihr Anwalt. Sie kennen die Abläufe bei uns, Herr Wilsberg. Sie sind mit der Kollegin Springer bekannt. Ja. Sie sind allerdings nicht in der Mordkommission. Bei mir haben Sie keinen Freundschaftsbonus. Sieht doch gar nicht so aus. Also. Ihr Flirt, den Sie vielleicht fälschlich als Angebot aufgefasst haben? Fingerabdrücke auf der Champagnerflasche? Die Flasche, die beim ersten Kampf vor dem Haus zerschellt? Es gab keinen Kampf. Fingerabdrücke in der Wohnung des Opfers? Die gibt es. Naja, ich war ja auch da. Gut. Georg, es ist besser, wenn du nichts mehr sagst. Nein, Alex, du solltest jetzt nichts mehr sagen. Haare haben wir in der Wohnung auch gefunden. Sollte mich täuschen, wenn die nicht von Ihnen sind. Dann die blauen Flecken auf den Handgelenken. Herr Wilsberg, Vergewaltiger sind schon für weitaus weniger Indizien für Jahre ins Gefängnis gewandert. Scheiße. Sie haben noch nicht einmal Spermaspuren, oder? Vergewaltiger benutzen Kondome. Wir sind nicht zufällig in diesem Raum, oder? Sie haben es also bemerkt? Ja. Wieso, was denn? Ich schlag vor, Sie erzählen mir Ihre Variante. Sie ist doch mal positiv.
sitzt bei den Kollegen zum Verhör, nicht bei mir. Ich hab's immer noch nicht begriffen. Guck mal, das Opfer, diese Maike, die hat doch ganz offensichtlich kein Problem damit, vor einem Kollegen auszusagen. Ja, und? Es geht um Vergewaltigung, Alex. Und um Details der Tat. Bei der Kripo gibt es speziell geschulte Frauen. Frauen, die Frauen vernehmen, zur Tat befragen. Das ist naturgemäß einfacher. Es war ein Beamter. Ich meine, ein Mann bei ihrer Befragung. Maike verhält sich für diese Situation atypisch. Sie schildert einem Mann frei ihre Erlebnisse. Angebliche Erlebnisse, Frau Anwältin. Warum hatte ich das Mädchen eigentlich so auf dem Kieker, Georg? Was hat die gegen dich? Sie ist gekränkt, verletzt, was weiß ich. Sie will es mir heimzahlen. Sie wird sich wieder beruhigen. Ich werde mit ihr reden. Sonst noch was? Ja. Du wärst mir ein bisschen Mitgefühl, Anna. Ich fühle mit dir, Georg. Aber du wirst deinen Kopf schon aus der Schlinge ziehen. Wie immer im Alleingang. Vielleicht spielst du das nächste Mal in deiner Liga. Ich meine, altersmäßig. Suchst du jemanden auf Augenhöhe? Ich hab Nein gesagt, Anna. Vielleicht war das ja mein Fehler. Dass Anstand mal zu deinem Problem werden würde, wer hätte das gedacht? Und? Hat er gestanden? Gestanden? Nein, er hat hauptsächlich gesessen. Sie wissen genau, was ich meine. Wilsberg passt ins Profil. Naja. Älterer Mann, junge Frau. Sie glauben doch wohl nicht, dass ein hübsches Mädchen wie Maike sich freiwillig auf so einen alten Knacker einlässt. Und dann noch Sex. Der alte Knacker ist nicht älter als ich, Overbeck. Jetzt rudern Sie mal ganz schnell zurück. Georgs Fahrrad zur Arbeit. Das hat ewig gedauert. Danke. Ich hab zu danken. Das bedeutet Überstunden. Meine Hose ist in die Kette gekommen und... Ich hab's leider nicht mehr geschafft zu tanken. Ihr werdet euch immer ähnlicher, weißt du das? Und? Konntest du Georg nun helfen? Klar. Ich werde Maike jetzt richtig in die Zange nehmen. Kann ich nicht mitkommen als Zeuge oder so? Ecki, du hast einen Job. Wir müssen Georg helfen. Georg W.50 aus Münster. Steht schon alles drin. Schwarz auf weiß. Verurteilt ist er also schon. Ich dachte, Georg ist erst 49. Er hat in 5 Tagen Geburtstag. Er hat Geburtstag? Wie wär's mit einer Party? Das ist auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt. Nein, das ist genau der richtige. Wir halten zu ihm. Wir feiern eine Überraschungsparty. Nein. Nein? Georg hasst Überraschungen. Also keine Party, keine Feier, keine Überraschung. Jeder mag Überraschung. Jeder außer Georg. Er wird sich freuen. Er wird dich umbringen und mich gleich danach, weil ich dich nicht aufgehalten habe. Komm schon. Er riecht sowieso den Braten. Georg kann man nicht überraschen. Ach, lass mich mal machen. Schreib mir einfach eine Liste. Wie? Mit Georgs Freunden, Familie, Verwandten. Wie du willst. Ach, die Zeitung, die musst du noch bezahlen. Ecki? Wo steckt denn der Kerl? Mädchen, ja? Naja, sie hat sich zurückgezogen und bleibt für ein paar Tage bei ihrem Vater, wie es aussieht. Das Haus ist ja der Wahnsinn. Ja, Maikes Vater macht sein Geld in der Computerbranche. Und ist steinreich. Du wartest hier, okay? Aber... Es ist Frauensache, Ecki. Schon gut, ich hab verstanden. Hey, dann gib mir die Liste! Ich hab dich gewarnt. Die ist aber kurz. Du kennst Georg.
Hat er nicht mehr Freunde? Du kennst Georg. Familie. Du kennst Georg, Eddie. Was ist mit Kunden? Okay, du kennst Georg nicht. Und wer ist Manni? Ein Freund aus Bielefeld. Bis gleich. Hallo. Komm rein. Ja, guten Tag. Ich würde gern verbunden. Ja, verbinden Sie mich bitte mit einem Herrn Manni Hösch. Ja, danke schön. Es ist für uns alle nicht einfach. Ja, ich weiß. Wie geht's dir? Ich kann an nichts anderes denken. Ich habe sowas noch nie erlebt. Dass du enttäuscht bist, das ist normal, finde ich. Enttäuscht? Naja, wir haben alle mal einen Korb gekriegt. Und wenn man es am wenigsten erwartet, dann ist es doppelt so schlimm. Was soll das werden? Willst du das Schwein da rechtfertigen? Ich kann verstehen, dass du verletzt bist und Georgs Ablehnung... Was Ablehnung? Der Mann hat mich vergewaltigt. Das hat er nicht. Ich kenne ihn schon ewig, er ist ein Freund. Dein feiner Freund hat's getan. Was denkst du dir eigentlich? Was soll das werden, hä? Hau ab. Verschwind. Raus aus dem Haus. Ich sag dir eins. Krieg dich ein. Du hast nicht nur Georg gegen dich. Uns alle. Und deine Lügen. Ich denk mir das also alles aus, ja? Dein Wisberg hat es geplant. Es ging nicht nur um Sex, es ging um viel mehr. Was redest du da bloß? Ich fick dich, wie ich deine Mutter gefickt hab. Das hat er gesagt, kapiert? Es ging nicht um mich. Ich weiß nicht, was der Mann beweisen will. Ich kenne den nicht, aber er hat's getan. Ich weiß nicht, wem er was heimzahlen wollte. Es ging um mehr. Kapier das doch endlich! Georg kennt deine Mutter? Keine Ahnung von früher, was weiß ich. Meinst du, ich habe irgendwas gefragt? Ich war froh, dass ich das überlebt habe, verdammt nochmal. Und jetzt geh endlich! Du hast bei deinem Verhör davon gar nichts erwähnt. Ich will nicht, dass es breitgetreten wird. Ich will nur, dass Wirsberg dran ist. Sag mir, was passiert ist. Ich möchte jetzt nicht darüber reden, Papa. Wilsberg. Georg Wilsberg. Ich will wissen, was er dir angetan hat. Was ist? Keine Ahnung. Aber zum Angstkriegen reicht's. Kannst du die Frau beruhigen? Nein. Was haben wir jetzt, Georg? Dass er ein Problem hat. Maikes Mutter war meine Mandantin, ich habe sie bei der Scheidung vertreten, fertig. Ende der Geschichte. Du kennst also wirklich Maikes Mutter? Es wird ja immer besser. Ist doch schon 20 Jahre her. Ich habe damals ganz schön was rausgeschlagen für Marlies. Marlies? Zum Beispiel das Sorgerecht für ihre Tochter. War damals noch ein Kind. Wieso? Die ist doch bei ihrem Vater aufgewachsen. Hast du damals mit Maikes Mutter, mit Marlies... Na, du weißt schon... Na, hast du oder hast du nicht? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freut mich, dass es euch gefällt. Ist aber noch nicht alles. Ist das von ihr? Hast du das mitgehen lassen? Quatsch! Eine Trophäe. Du musst den fragen, wer sie deponiert hat. Sollte wohl so aussehen. Da will uns jemand richtig was anhängen. Kränkte Eitelkeit wird's nicht sein. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Vielleicht sollten wir nochmal mit dieser Marlies reden. Nein, nicht wir. Ich. Wo hast du denn ihre Adresse? Ich bin deine Anwältin. Schon vergessen? Hm. Und ich bin dein Fuhrparkleiter. Thank you.
ich am Leben nicht gedacht, dass ich dich mal wieder sehe. Siehst gut aus. Hast du schon gehört, was los ist? Ist in Münster längst rum. Außerdem lese ich die Zeitung, bevor ich sie der Krähe da unter den Arsch schiebe. Und, wie fühlt sich das an, wenn man verarscht wird, hm? Ach, Marlies. Wie fühlt sich das an, wenn man alleine gelassen wird, ha? Ich hab dir nie was versprochen, das weißt du, nie. Ach ja? Du warst mein Scheidungsgrund. Deinetwegen habe ich mich von Christian getrennt. Nur deinetwegen. Naja, immerhin hast du ja was davon gehabt. Dein Anwaltshonorar. Und? Ist das der Grund? Wofür? Hast du was mit der Sache zu tun? Du denkst, ich schicke meine schmucke Tochter vor, oder was? Wäre doch unmöglich. Ich warte 20 Jahre und dann macht sie sich an dich ran, um es dir heimzuzahlen und Mama applaudiert dazu. Muss ja nicht deine beste Idee gewesen sein. Georg, ich habe meine Tochter Jahre nicht gesehen. Maike hat früh die Seiten gewechselt. Geldgeil wie die ist, konnte ihrem reichen Papa nicht widerstehen. Der hat ihr was geboten. Du hattest auch Geld. Ich habe das Scheidungsurteil noch im Kopf. Ich hab's versucht, die Kleine bei mir zu behalten. Die hat mich ausgesogen wie eine Zecke. Verstehe. Ein Scheiß, verstehst du? Wir hätten das auch geschafft, Mike und ich. Aber mein Ex hat mit seinem Geld gefunken. Als ich pleite war, sie zu ihm. Tut mir leid. Ja? Du hast ja keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Mich hat das Miststück fertig gemacht und jetzt bist du dran, glaube ich. Ich habe mit deiner Tochter nichts zu tun. Weißt du eigentlich, dass Christian dich damals wirklich umbringen wollte? Ja. Ich wünschte, er hat es getan. Ich hoffe, dass er es jetzt tut. Sie sollen dich einsperren in einem fensterlosen Loch, Georg. Verrotte darin. Hat mich auch sehr gefreut, dich zu sehen. Ich denke, du hast das studiert. Ich kann nicht jedes Gesetz im Kopf haben, Peggy. Du musst doch wenigstens ungefähr wissen, wie schlimm es ist. Hier. 1980, da steht drin, wie viele Jahre auf Vergewaltigung steht? In dem alten Schinken? Gesetze kommen nicht jede Saison neu raus wie italienische Autos. Hier. Paragraph 177, 179 StGB. Vergewaltigung, sexueller Missbrauch. Und? Bis zu 10 Jahre Gefängnis. Ach du Scheiße. Wir sagen Georg besser nichts. Ach, Georg war Anwalt, der weiß Bescheid. Du hast gesagt, keiner kann alle Gesetze im Kopf haben. Und? Hast du nichts zu tun? Was hat denn diese Marlies gesagt? Ecki, musst du eigentlich nie arbeiten? Finanzamt Münster, Römisch 1? Überstundenkonto. Ich dachte, ich bleib lieber dran. An was? Leute verarschen? Ich will davon nichts hören. Keine Party, keine Feier, keine Überraschung. Ja super, dann wäre das wenigstens geklärt. Jeder mag Überraschung. Ecki, du willst aber nicht etwa weitermachen. Das ist gefährlich. Nee, was immer es ist, ich bin nicht dabei. Ich schon. Alex, Maikes Mutter weiß nicht. Ich muss unbedingt rausfinden, was sie vorhat. Georg, ich will davon nichts hören. Das ist ja gut so. Und du? Und ich habe die Autoschlüssel. Ecki, das ist nicht ganz legal. Ich meine, du als Beamter... Wir warten, bis du verurteilt wirst. Ist offen. Na los jetzt.
Auskunft? Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, verbinden Sie mich doch bitte schnell mit Frau Maike Lehmann in Münster. Möchten Sie direkt verbunden werden? Ja, bitte schnell, es ist ein Notfall. Hier ist Maike Lehmann, Nachrichten nach dem Piep. Ja, hallo? Falsch verbunden. Aber vielleicht kommen Sie ja gerade in diesem Augenblick nach Hause, dann würde ich mich freuen. Nein, falsch verbunden. Warum? Ich will eine Antwort. Und zwar jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde mit den Unterlagen zur Polizei gehen. Ja? Oh, die Polizei. Ja, kommen Sie rauf. Ich habe einen Ortstermin hier. Ergänzende Vernehmung. Und Sie können dem Beamten ja gleich die Unterlagen hier lassen. Wie wäre das? Das werde ich tun. Ihr glaubt ihm sowieso kein Wort. Aufgelauert in meiner Wohnung. Sie wollten mir was antun. Damit kommen Sie nicht durch. Ich kann jede Sekunde um Hilfe schreien. Wem wird die Polizei glauben? Ihnen oder mir? Meine Sachen bleiben hier. Ich weiß. Du, ich muss Schluss machen, er kommt. Mann, Georg. Die Frau ist eiskalt und die Ruhe weg. Ja, und was heißt das jetzt? Dass wir meilenweit davon entfernt sind, rauszufinden, was sie vorhat. Savoy, so ein Italiener. Deshalb hast du die Nummer gespeichert. Ich liebe Italienisch, gib her. Ja? Wegen der Reservierung? Nein, müssen wir absagen. Warum? Das Geburtstagskind ist verstorben. Keine Party, keine Feiern, keine Überraschung. Ja, die Rechnung können Sie natürlich an den Talkötter schicken. Ja, die Nummer haben Sie ja. Ciao. Moment. Für wie viele Leute hatten wir reserviert? Danke. 21 Gäste. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Freunde habe. Jetzt sind es nur noch 20. Was willst du? Mit dir reden. Ich hab dir nichts zu sagen.
Wie wär's mit Zuhören? Georg ist wieder da. Ich weiß. Ich hätte ihn damals wohl doch besser umgebracht, nicht wahr? Dazu braucht's Mut, Christian. Bist du deswegen hier? Wegen ihm? Nein, wegen Maike. Was hat sie dir erzählt? Alles. Ich weiß nicht, was das Kind vorhat. Ich will dich warnen. Vor wem? Vor Wilsberg? Du hast es immer noch nicht kapiert, oder? Maike ist zu mir gekommen, als es ihr schlecht ging. Geht's dir immer noch darum? Nein. Leute, kaum zu glauben, wir sollen das alles sein. Du hast es nicht gewollt, du hast es nicht verdient. Ja, ja, ja. Keine Party, keine Feier, keine Überraschung, keine Gäste. Alex? Ja? Und? Hat's Georg geschluckt? Allerdings, es lief wie geschmiert. Er hat die Feier selbst abgesagt. Ja, aber... Ach, ich hab jetzt einfach freie Bahn für die Party und der passt nicht mehr auf ihn, Lux. Ecki, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Ja, ja, ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich hab auch so einen Kalender. Alex, du musst mir einfach nur mal vertrauen. Oh Mann. Menschen sind schnell beim Schlussverkauf und bei Vorverurteilungen. Hat mein kluger Mann gesagt. Wer? Ich. Ich werde aus Maike einfach nicht schlau. Ich meine, so gut kenne ich sie auch nicht, aber ich krieg so auch nicht mehr aus ihr raus. Und Ecki kommt ja auch nicht an solche Daten ran. Ach, Ecki kommt auch nicht an solche Daten ran. Aber ansonsten ist euer Steuerfritze doch für Straftaten dieser Art zuständig, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe Georg mit Maike zusammengebracht und darum... Die Frage ist doch, ob sie schon mal straffällig war. Betrug oder irgendetwas. Was wünscht sich Georg eigentlich zum Geburtstag? Ecki will ihm eine Videokamera besorgen. Er ist der Meinung, Privatdetektive brauchen sowas. Ich soll mich wahrscheinlich dran beteiligen. Ja. Aber er ist inzwischen eh schon aufgeflogen. Oh, keine Überraschungsparty? Wer weiß. Ecki sieht's mittlerweile ziemlich sportlich. Georg zwangsweise zu beglücken, ist ohnehin eine Schnapsidee. Aber das ist eine Erfahrung, die Ecki wohl selber machen muss. So. Kannst selber gucken. Lehmann, Maike. Laufende Verfahren, keine. Vorstrafen, keine. Danke. Warum muss ich das machen? Du sagst doch dauernd, du willst mir helfen. Was den Fall selbst angeht, die Sache. Die Vergewaltigung? Ja, da hast du es ja schriftlich. Und jetzt mach hier nicht Geputzzeug kaufen. Da. Mein Auto. Mein Knie. Der wollte dich umbringen und mein Wagen gleich mit. Ach. Was macht ihr denn hier? Auto waschen? Oh. Oder ausbeulen? Ja, den kenne ich. Ach. Ja, das ist der Ex-Freund von Maike. Ist ein ganz mieser Typ. Er hat sie betrogen. Sagt wer? Ja, Maike. Hat der Typ auch einen Namen? Benjamin Kappenberg. Was ist denn überhaupt los? Ein schönes Auto. Ist
steht denn so auf eine Vergewaltigung? Vergewaltigung? Angebliche Vergewaltigung. Von mir aus. Sie verreisen? Nein, ich suche Arbeit. In Deutschland habe ich keine Chance mehr. Ich bin zurzeit viel im Ausland. Mehrere Jahre. Wie bitte? Sie haben mich gefragt, was auf Vergewaltigung steht. Mehrere Jahre Gefängnis. Hm. Dann hat Maike sie wohl an den Eiern. Die Beweise reichen aus. Ja. Sie sind den Ermittlungen nach also schuldig. So richtig überrascht sind Sie aber nicht. Ich bin ja immer in der Vergewaltiger Ihrer Verflossenen. Maike hat sich von mir getrennt. Ich passte wohl nicht länger in Ihr Konzept. So kann man das auch nennen. Sie haben sie betrogen. Ja, klar. Und Sie haben sie vergewaltigt. Maike hat mit mir Schluss gemacht. Das reicht ihr aber nicht. Ich sollte aus ihrem ganzen Umfeld verschwinden. Umfeld? Ja, aus dem Freundeskreis, aber vielmehr aus meinem Job. Wieso? Ich habe im Management von Papas Firma gearbeitet. Ich hatte den Segen des Alten und ein super Gehalt. So etwas gebe ich doch nicht auf, nur weil Püppchen Maike andere Pläne hat. Aber Maike sah das anders. Ja, sie hat eine Frau auf mich angesetzt. Eine Party, etwas Alkohol, nackte Haut. Ein handfestes Angebot. Sie wissen, wie das ist. Klar. Maike hat Fotos davon gemacht. Wollen Sie die Bilder mal sehen? Nee, danke, ist nicht nötig. Wie ging's denn dann weiter? Maike ist zu Papa Lehmann gegangen, hat ihm die Bilder vorgelegt und gesagt, ich hätte sie betrogen. Sie hätte sich deshalb sofort von mir getrennt. Keine Hochzeit, keine Treue, kein Vertrauen. Aus und vorbei. Verstehe. 5 Minuten später hatte ich meine Entlassungspapiere und Maike ihren Willen. Wie ich Maikes Vater in Erinnerung habe, hat er sich dabei ganz schön ins Zeug gelegt. Oh ja. In meiner Branche bekomme ich in Deutschland keinen Job mehr. Ich verstehe ja, dass Sie in Maikes Visier geraten sind. Aber warum tut sie mir das an? Die Frage ist doch nicht, wem Maike schadet. Finden Sie? Ja, das ist ihr völlig egal. Die Frage ist vielmehr, was hat sie davon? Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es muss was passieren. Der schnüffelt mir zu viel rum. Er wird langsam gefährlich. Aber was soll ich da schon machen? Du kennst Maike besser als ich. Ja, und bisher hat sie mich doch nie angelogen. Georg ist unschuldig. Aber weißt du, was in so einem Kerl vorgeht? Ich meine... Red noch mal mit Maike. Bitte. Hauptmann und Partner Holtkamp? Sind Sie Anwältin, Frau Holtkamp? Sozusagen, ja, aber ich bin erst... Sie vertreten Georg Wilsberg. Absolut, ja, ja, mit wem spreche ich? Christian Lehmann. Wo finde ich Wilsberg? Ich will ihn sprechen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo Herr Wilsberg steckt. Ich weiß es nicht. Geben Sie mir Ihre Nummer, ich rufe Sie zurück. Heiß. Tja, zu unserer Zeit hat es das nicht gegeben. Und das hat die junge Dame getragen? Ja. Und der Mann in dir? Nein. Respekt, Georg. Bravo. Tja. Soll ich das untersuchen lassen? Anna, du hast es in der Hand. Alex und Ecki hatten es in der Hand. Was willst du denn da noch untersuchen? Was wissen denn hier? Auch einfach jemand, der mir glaubt. Das nützt doch nichts, wenn ich dir glaube. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Du brauchst einen Anwalt. Ich glaub doch schon Alex. Du brauchst einen guten Anwalt, nicht Alex. Gleich, es ist ja wirklich herzerwärmend, wie sie sich für dich einsetzt. Mich hat sie belagert, mit Maike hat sie gesprochen. Alles, um dir zu helfen. Das ist das schlechte Gewissen, weil sie mich bei Bach reingeritten hat. Naja, ein frisches Staatsexamen, damit ist man vielleicht Juristin, aber noch lange keine gute Anwältin. Ich kannte mal einen, der war erst mit 65 richtig gut. Hat sie ja noch ein bisschen Zeit.
Wir können stolz sein auf Alex. Ich meine, du kannst stolz sein auf Alex. Aha. Doch Vatergefühle, hm? Vatergefühle? Quatsch. Ich habe keine Vatergefühle. Ich habe überhaupt keine Gefühle. Hast du eine Idee, was der Kollege Bach von mir will? Frag deine Anwältin, die müsste das wissen. Danke, Anna. War echt eine große Hilfe. Ach, dieses kleine Nichts. Ich habe es nie gesehen. Wie bitte? Durchsuchen Sie die Wohnung von Michael Lehmann. Herr Wilsberg, Sie ist das Opfer. Sie hat das von langer Hand geplant. Sie finden da alles, Fotos, Pläne, Skizzen, eine ganze Ideensammlung. Sie waren etwa noch mal in Ihrer Wohnung? Wissen Sie was? Ich bin ehrlich mit Ihnen. Michael Lehmann führt nicht zum ersten Mal jemand vor. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben kann oder glauben soll. Wir haben eine Zeugin. Ihr Kampf mit Michael Lehmann vor der Wohnung wurde beobachtet. Eine Zeugin? Eine Zeugin für irgendwas, was gar nicht passiert ist? Was sagen Sie? Das haben Sie auch gesagt. Die Staatsanwaltschaft hat den Haftbefehl beantragt. Nee, mit mir nicht. Da werden Sie wohl kaum gefragt, Herr Wilsberg. Es tut mir leid, die Richterin unterschreibt gerade. Das ist er. Das ist der Mann. Würden Sie dann bitte den Inhalt Ihrer Taschen auf den Tisch entleeren? Würden Sie mich dann bitte kreuzweise... Herr Wilsberg! Wilsberg, jetzt machen Sie doch keinen Unsinn! Aufmachen! Tür aufmachen! Sie wird, wir haben Flüchtlinge. Ist er hier, Frau Springer? Lassen Sie mich raten. Was ist denn hier los? Ihr Freund Wilsberg hat sich der Festnahme entzogen. Also doch. Ich hab's Ihnen ja schon immer gesagt. Ha! Machen Sie den Schrank zu, Overbeck, Mund zu. Georg, was ist denn los? Danke, Anna. Das kann ich meine Karriere kosten. Niemand wird mir glauben, dass ich nichts damit zu tun habe. Alternativ kann Herr Wilsberg Sie niederstrecken. Nasenblut macht sich immer gut. Lassen Sie das doch, Overbeck. Also, Georg, rede. Nein, nein, besser rede nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ich werde nicht... Doch. Sie können nicht einfach... Doch. Raus hier. Alle beide. Der hat sich der Festnahme durch Flucht entzogen. War ja auch klar, wenn man ihn kennt. Und wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Die Polizei wird das für ein Geständnis halten. Das war das Dümmste, was er machen konnte. Das ist das Dümmste, was ich machen konnte. Wie meinst du das? Mensch, Ecki, erst reite ich ihn in die Scheiße vor diesem Bach. Und jetzt sagt auch noch Ulrike gegen ihn aus, nachdem ich mit ihr gesprochen habe. Alles, was ich mache, verschlimmert nur noch seine Lage. Du willst Georg helfen, Alex. Und du gibst dein Bestes. Was ist, wenn es nicht genug ist? Was ist, wenn Georg wegen mir ins Gefängnis muss? Er kommt da schon raus. Glaub mir, er ist unschuldig. Jetzt guck mich nicht so an. Ich weiß, wie du dich fühlst. Er ist auch mein Freund. Mein einziger. Wir werden ihn finden. Versprochen. Wilsberg! Wilsberg, warte, bleib stehen!
Guck mich an, ich will mit dir reden. Herr Lehmann. Polizei! Ist im Moment ein bisschen ungünstig. Sie bleiben, wo Sie sind. Was hier los ist, Georg. Ach, Anna. Geladen mit scharfer Munition. Vorgespannter Hahn. Das war verdammt knapp für unseren Herrn Wilsberg. Offensichtlich, hm? Wenn er länger in Gewahrsam gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Er hätte zu viele Konjunktive, Overbeck. Wem gehört denn nun die Waffe? Der Revolver ist seiner. Er hat ein eigenes Jagdrevier und ist Sportschütze. Also, Georg. Ich glaub's nicht. Unten bleiben. Wir haben es gleich geschafft. Was hast du hier überhaupt gemacht? Sorgen habe ich mir gemacht. Ich habe dich gesucht. Kann ich jetzt hochkommen? Ja. Die wollten dich verhaften, hat Alex gesagt. Stimmt. Du in der Zelle und unsere Gegner laufen frei rum. Da kann ich mir an 5 Fingern abzählen, für wie viele Jahre die dich wegsperren. Eher an 10, Ecki. Danke. Und jetzt? Sag mal, dieses Zeug hier, habe ich das nicht schon längst ausrangiert? Ja, na was denn? Du hast deine Party selbst abgesagt, schon vergessen? Das liegt da nur noch so rum. Die Sache ist für mich gelaufen. Das Savoy ist seit 2 Monaten dicht. Du hast da nie reserviert. Vergiss es, Ecki. Wo fahren wir überhaupt hin? Zeugenbefragung. Maike hat ihnen gesagt, sie sollen lügen. Habe ich recht? Ich muss nicht mit ihnen reden. Sehe ich aber anders. Hat sie ihnen Geld gegeben? Hat sie sie erpresst? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie lügen, Maike lügt. Warum? Maike ist meine Freundin. Jemand ist gestorben wegen dieser Lügen. Er ist tot. Alex wollte doch, dass ich mit Maike rede. Und? Sie hat gesagt, sie waren in ihrer Wohnung. Die Polizei kann nichts machen. Ich wollte ihr helfen. Aber Maike hat der Polizei nichts davon erzählt. Wollen wir sie überprüfen? Sie wollte nur endlich Ruhe vor Ihnen. Maike hat sie benutzt. Begreifen Sie das nicht? Ich habe ihr geglaubt. Das können Sie der Polizei erzählen. Jetzt. Gehen wir? Nein. Dann sieht schlecht für Sie aus. Er wird es nämlich tun. Maike ist meine Freundin. Ich wollte nur helfen. Du musst dir mal eine Videokamera holen oder sowas. So schnell kann ja keiner mitschreiben. So sieht ein echter Zeuge aus. Gehen wir? Es ist ein schwerer Tag für Sie, Maike, und Sie haben ein Anrecht darauf, dass man Sie schont. Ich will es kurz machen. Eine Falschaussage ist eine Straftat. Die Anstiftung zur Falschaussage ist ebenfalls eine Straftat. Insbesondere dann, wenn ein laufendes Verfahren davon abhängig ist. Sie verstehen, was ich sage? Ich werte das als ja.
Vater ist tot. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ein Kollege hat dein Menschenleben ausgelöscht. Doch das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und jemand muss mit dem Vorwurf der Vergewaltigung leben. Kann man das auch nicht mehr rückgängig machen, Maike? Die Wahrheit, Maike. Ich habe mich so gedemütigt gefühlt. Ich habe da gestanden und ich... Sie wollten ihn bestrafen. Das hat mich so verletzt. Sie konnten diese Ablehnung nicht ertragen. Sie haben sich so geschämt, ne? Der Kollege wird das Protokoll aufnehmen. Wenn Sie das unterschrieben haben, können Sie gehen. So. Du darfst mir die Hände küssen. Sie hat gelogen. Sie hat es zugegeben. Gleich noch was schriftlich. Tja, du hast dein Geständnis. Aber ich habe noch immer keine Erklärung. Eine Erklärung für was denn? Warum hat sie sich ausgerechnet mich ausgesucht für ihre Spielchen? Warum hat sie mich so lange beobachtet? Vielleicht, weil sie sich in dich verliebt hat? Quatsch! Der Gedanke, dass seine Tochter vergewaltigt wurde. Dann noch deine Geschichte mit seiner Frau. Das macht den armen Lehmann vollständig wahnsinnig. Er greift zur Waffe. Ich kann es nachvollziehen. Anna! Hier. Das ist Lehmanns Auto. Hat also schon mal versucht, dich zu töten. Georg, du bist raus aus der Sache. Nur weil sie jetzt ihre Lügen zugibt? Es ist vorbei! Nein, es ist noch nicht vorbei. Sie will, dass es vorbei ist. Du glaubst also auch nicht, dass die Sache schon erledigt ist? Nein. Aber der Verdacht der Vergewaltigung ist vom Tisch. Georg hat wieder eine reine Weste. Warum? Warum was? Warum hat sie das gemacht? Maike, ich finde, was die Springer sagt, klingt ganz plausibel. Nein, Georg hat recht. Maike hat ihn vorher noch nie gesehen und ich habe ihr auch nicht viel von ihm erzählt, außer dass er mir beim Studium geholfen hat. Ja, und? Trotzdem wusste sie über ihn Bescheid, schon lange. Meinst du wegen der Notizen, die sie über Georg hatte? Also wir wissen, Maike hat Georg beobachtet, bevor sie ihn bei mir kennengelernt hat. Der Unfall war eine Gelegenheit. Oder vielleicht sogar Absicht. Um sich an ihn ranzuschmeißen. Sie wollte doch auch Nachhilfe von ihm, oder? Ja. Auf jeden Fall hatte sie ein Ziel mit der Bekanntschaft von Georg. Dann ist was schiefgegangen. Ihr Vater wird erschossen. Was hatte sie bloß wirklich mit Georg vor? Ja, Eiki, das ist die Frage. Marlies? 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 Sieh an. Das muss ja wahre Liebe sein. Hallo, Marlies. Wo der jetzt unter der Erde ist, habe ich da was von? Wie meinst du das? Wenn ich das sage, erbe ich was. Kriege ich meinen Teil. Du wolltest schon bei der Scheidung ausbezahlen, Marlies. Aber ich habe wohl einen scheiß Anwalt gehabt, oder? Ich
wollte dich was fragen. Traust du deinem Ex-Mann einen Mordversuch zu? Du hast doch letztens gesagt, dass er mich umbringen will. Ich hätte mir das gewünscht. Aber Christian hat nie Eier in der Hose gehabt. Damals vielleicht nicht. Nie, der ändert sich nicht. Also, traust du ihm zu, dass er mit einer Waffe in der Hand auf mich losgeht? Das ist lächerlich. Lächerlich? Der ist jetzt tot. Ich hab ihn gewarnt. Dass er Maike nicht glauben soll. Habe ich ihm gesagt. Vielleicht wollte er darum mit mir reden. Hab ihn gewarnt. Die Kleine kriegt jetzt trotzdem alles, oder? Kann man da nichts drehen? Georg! Zwei Tage Klinik. Jetzt würde das reichen, alles zu vergessen. Vielleicht ist Vergessen ja auch nicht die richtige Art, damit umzugehen. Ja, so reden die Ärzte ja auch. 3 Wochen Kur und dann erstmal Schreibtischdienst. Soll helfen. Hier, das hilft auch. Mir jedenfalls gelegentlich. Danke. Ich hatte also recht mit meiner ersten Einschätzung. Sie haben nichts getan. Ja. Aber ein Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf. Was denn? Wozu das alles? Aufgebrachte Menschen reagieren nicht logisch, Herr Wilsberg. Da war Christian Lehmann bei Scott keine Ausnahme. Ich meine gar nicht Christian Lehmann. Ich rede von Maike. Was hat sie davon? Sie suchen nach einer Erklärung und nach einem Schuldigen, wo es keinen gibt? Sehe ich anders, Herr Bach. Schreckliche Dinge passieren einfach. Wenn ich in meinem Beruf was gelernt habe, dann das. Dieser Zufall war mein Pech und Ihr Glück. So ist das. Vielleicht. Sie sollten lernen, damit umzugehen. Ich muss es auch. Ja. Jeder glaubt die Geschichte. Vater will sich rächen.